Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Es ist ein Video, von dem ich hoffte, dass ich es in dieser Art niemals machen müsste. Aber es ist nun mal so, wie es ist, und wir müssen auch über unbequeme Dinge ab und zu mal sprechen. Wer sich zurückerinnert, wer den Kanal, wer unsere Videos aufmerksam verfolgt, der wird gesehen haben, ich habe mal ein Video gemacht, bin mal ein bisschen hier so um die Dörfer, durch die Dörfer, um die Dörfer drumherum gelaufen und habe mal erklärt, wie kommt das Internet eigentlich in die Häuser? Also in dem Sinne, wie verlaufen die Leitungen, wie funktionieren die Abzweige und was bedeuten die grauen Kästen, die an Straßenkreuzungen oder irgendwo am Straßenrand doch recht gehäuft stehen, wenn man mal drauf achtet. Und dieses Video war ursprünglich gedacht als erster Teil eines Videos, also zu zeigen, der Status quo, so sieht er aus. Und jetzt kommt Glasfaser. Und ich halte dann auch Gespräche mit Unternehmen, die Glasfaseranschlüsse ausbauen, die die Lichtwellenleiter legen. Und dann war es letztes Jahr, so dachten wir auch bei uns soweit, ist bei uns der Fall, dass ein Unternehmen gesagt hat, ja, wir bauen bei euch eigenwirtschaftlich aus. Pustekuchen, muss man jetzt mittlerweile sagen. Da kommen wir gleich noch drauf, was da schiefgegangen ist. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich zurückblicken muss. Ich meine, ich engagiere mich aus guten Gründen, aus wichtigen Gründen schon seit Jahren dafür, dass bei uns im Dorf ein Glasfasernetz ausgebaut wird, eine vernünftige Internetversorgung angeboten wird, weil die Internetversorgung ausgesprochen miserabel ist. Denn auch die politischen Rahmenbedingungen sind sehr miserabel. Ich gebe mal ein gutes Beispiel. Also wenn man guckt, klischeehaft nach Schweden oder in das Baltikum, dort ist es so, der Glasfaserausbau, also dass physikalisch die Leitungen unter die Erde gelegt werden oder eben an Masten geführt werden, an Gebäude an Mühlen oder Bauernhöfe oder sowas, die weit außerhalb stehen. Dass dies passiert, ist dort eine Aufgabe von staatlichen Stellen, beziehungsweise bei uns, auf uns übertragen wäre das vielleicht eine kommunale Aufgabe, so wie die Wasserversorgung, dass Wasser- und Abwasserrohre gelegt werden, bei uns kommunal von einer Gemeindeverwaltung und einer Stadtverwaltung geschieht. So wird dort auch Glasfaser betrieben. Die legen diese Leitungen. Und dann sagen sie den Anbietern, den kommerziellen Anbietern, so, und jetzt kannst du dich da drauf schalten, du kannst quasi deine Signale, deine Lichtsignale auf die Leitungen geben, die wir da hingelegt haben und fertig. Aber in Deutschland, da läuft das nicht so. In Deutschland ist es so, da wird darauf gehofft. Es wird erstmal tatsächlich darauf gehofft, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man glaube, dass man in der Politik noch so an den Weihnachtsmann, an Nikolaus glaubt. Man hofft einfach darauf, dass der Markt es regelt, dass das letzte Dorf, der letzte Bauernhof angeschlossen wird. Und hier und da funktioniert das natürlich tatsächlich. Und dann sagt die Politik, ja, guck mal, funktioniert doch, wenn wir die das machen lassen, ist da alles super. Aber natürlich, und für mich ist das keine Überraschung und wahrscheinlich für alle, die so ein bisschen nachdenken, ist es keine Überraschung, dass es eben nicht überall funktioniert. Und trotzdem wird an diesem Prinzip ja wirklich richtig festgebissen. Man glaubt an dieses Prinzip. Man will, dass das über den freien Markt läuft. Man hat aber gleichzeitig natürlich festgestellt, Überraschung, es läuft nicht überall so, sondern man hat dann gesagt, ja gut, wo das nicht geht, dann machen wir Förderungen. Aber um eine Förderung zu beantragen, eine Kommune, die jetzt sagt, ja, bei uns tut sich nichts, wir beantragen eine Förderung. Da werden dann erstmal die Anbieter angefragt, wie sieht es denn hier aus, so die üblichen Anbieter, so Telekom, Vodafone, Telefonica, hast du nicht gesehen, Deutsche Glasfaser, Deutsche Giganetz und was, wie auch immer die alle heißen. Wie sieht es denn aus, wollt ihr hier ausbauen? Und die könnten jetzt natürlich sagen, ja oder nein, wäre eine klare Antwort. Aber so ein Markt ist ja dynamisch. Auch die äußeren Umstände ändern sich. Zinsen zum Beispiel. Das ist ein Punkt, warum der Anbieter bei uns, einer der Punkte, warum der Anbieter bei uns abgesprungen ist. Zinsen sind gestiegen, damit wurde es unwirtschaftlich und dann haben sie gesagt, dann machen wir nur noch die Orte, die wirtschaftlich sind. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, so ein Anbieter kann gar nicht sagen, jo, in 2, 3 Jahren, da bin ich da aktiv. Und teilweise ist es natürlich auch so, es sind ja letztlich Geschäftsgeheimnisse, beziehungsweise es ist ja eine Strategie, die man nicht offenlegen möchte. Und das ist natürlich problematisch. Vor allen Dingen ist es auch problematisch, wenn ein Anbieter sagt, ja, da baue ich hin und dann verändern sich die Bedingungen. Es ist ja auch so, dass Tiefbauunternehmen nicht auf Bäumen wachsen. Das ist ein anderes, tatsächlich großes, reales Problem für Unternehmen, die Glasfasernetze im Moment verlegen möchten. Und dann heißt es irgendwann, nee, hat jetzt doch nicht geklappt. Und die Kommune, beziehungsweise natürlich die Bürger, die Menschen, die dort wohnen, die stehen dann weiterhin im Regen. Und trotzdem muss dieses Verfahren durchlaufen werden, trotzdem wird immer und immer wieder dieses Verfahren dann angepasst. Dann sind die alten Verfahren, das ist ja ein bürokratischer
Aufwand. Das ist ja ein Passierschein A38, den man da holen muss. Und der gilt dann für bestimmte Bedingungen. Da wird dann gesagt, ja, das hier ist die Mindestversorgung. Am Anfang waren es irgendwie, wenn die Versorgung aktuell unter 30 Megabit im Download ist, dann kann hier gefördert werden. Es wurde dann irgendwann gesagt, ja, wenn es unter 100 Megabit sind und was weiß ich was und überall ein bisschen anders. Und diese Verfahren, die Bedingungen, die ändern sich immer und dann braucht man auch immer wieder einen neuen Antrag. Und wie das so ist, die Behörden, der Staat, der sagt dann, gut, dann machen wir mal hier irgendwie eine Stelle, an der wir das organisieren, an der wir das planen. Dann gibt es dann sowas wie bei uns zum Beispiel das Breitbandkompetenzzentrum Rheinland-Pfalz. Ich will denen die Kompetenz nicht abstreiten, aber es ist aus meiner Sicht kein Weg, um schnell an schnelle Internetversorgung in Gebieten zu kommen, in denen es dringend notwendig ist, wenn man das eben auf diesem bürokratischen Wege macht. Und dann gibt es da noch die Lokalpolitiker, die Kommunalpolitiker. Bei uns im Landkreis, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht das größere Problem, nicht unbedingt, dass dieser Anbieter gesagt hat, hier tut uns leid, wir haben das durchgerechnet, betriebswirtschaftlich ist das Unsinn, wenn wir den Ort da versorgen, sondern, und ich kann nur mutmaßen, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, ich habe 2020 mit Leuten gesprochen, ich habe immer wieder das Gespräch gesucht, 2022, 2023. Und habe immer wieder versucht, woran liegt es denn jetzt? Ihr habt doch ein Markterkundungsverfahren gemacht, ihr habt das alles untersucht, ihr hattet ein externes Beratungsunternehmen, ihr habt diese Anträge gestellt. Und irgendwann letztes Jahr war auf einmal, war dann so groß, Zeitungsberichte, Pressemitteilungen, ja, guck mal, wir haben hier wir haben das Geld bewilligt bekommen, das Fördergeld. 50% vom Bund, Bundesrepublik, 40% vom Land Rheinland-Pfalz. Und 10% hätte der Landkreis zuschießen müssen. Es ging um insgesamt um die 1.300 Haushalte, die damit hätten versorgt werden können mit Glasfaser-Internet bis ans Haus, bis ins Haus. Und tja, das hat man dann gesehen, das war dann der Groß in der Zeitung und lassen sich Politiker ja auch gerne mit ablichten. Und dann ist nichts passiert. Ich habe dann halt wieder nachgefragt und irgendwann hieß es, ja, wir haben geguckt und ach, also die Anbieter, schwierig. Das lohnt sich für die nicht. Das ist für die nicht lukrativ. So, mittlerweile hatte ich aber auch Kontakt zu dem Anbieter aufgebaut, weil ich wusste, wie schwierig das ist. Zu dem Anbieter aufgebaut, der hier versorgen wollte, der hier ausbauen wollte und hab gedacht, okay, ich weiß ganz genau, wenn man hier auf staatliche Stellen wartet, wartet man lange. Also muss man diesem Anbieter irgendwie zuarbeiten, muss sagen, pass mal auf, da liegt ein Leerrohr. Das kannst du nutzen, das kannst du in deine Planung einbinden, verringert deine Kosten hier, das Dorf zu versorgen, beziehungsweise die Leitung überhaupt erstmal in das Dorf hier zu bekommen, bei uns so die letzten 3 Kilometer. Und so Sachen. Und dort sagte man mir dann, ja, also Herr Rudolf, passen Sie auf. Wir hatten ein Gespräch mit Ihrem Landkreis und wir hatten schon Gespräche mit sehr vielen Landkreisen, aber so kompliziert und so umständlich wie Ihr Landkreis hat sich doch kein anderer angestellt. Also das haben wir noch nicht erlebt. Und klar, wir haben hier eine besondere Situation. Das ist einer von sehr wenigen Flächenkreisen, ländlich strukturierten Räumen, in denen in fast jedem Dorf, ich glaube bis auf 2 Ausnahmen, Kabelfernsehen liegt. Kabelfernsehen, was dann im Laufe der Zeit rückkanalfähig ausgebaut worden ist. Und das bedeutet also, dass darüber Internet möglich ist mit, naja, die Werbung sagt bis zu 1 Gigabit. Wenn man die Segmente ganz klein genug macht, funktioniert das auch irgendwie. Das heißt, der Landkreis steht eigentlich ganz gut da. Und das war auch ursprünglich das Problem. Am Anfang, die allerersten Förderprogramme, da ist man vollkommen aus dem Raster gefallen, durchs Raster gefallen, weil man hat in die Förderprogramme geguckt, hat gesagt, ja, hier, 95% ist ja gut versorgt und die restlichen 5%, ja, wen juckt das denn? Wenn 95% gut versorgt sind, keine Chance auf Förderung. Das hat man dann hinterher ein bisschen verändert. Deswegen gab es dann diese späte Förderanfrage. Und dann hieß es, ja, also ein privater Anbieter baut dann irgendwann aus, müssen wir nicht mehr fördern und zack, Fördergelder werden jetzt nicht mehr abgerufen. Diese letzten 10% schießt der Kreis da nicht zu. Und da sind wir eben wieder am Anfang der Argumentation. Wenn man einmal das Geld in die Hand nehmen würde, wenn man einmal organisieren würde, wenn man das zentral machen würde, dass man sagt, wir bauen aus, Dorf für Dorf oder in Städten, Straße für Straße. Wir legen diese Leitungen und alle, die Interesse daran haben, die können sich dann alle privaten Anbieter, kommerziellen Anbieter, die können sich da einbieten, die können ihre Internetdienstleistungen da aufschalten. Alle Häuser werden angeschlossen oder alle Eigentümer, die
von Häusern, von Gebäuden, die die Einstimmung geben, die Zustimmung geben, die werden angeschlossen und dann hat sich die Sache, dann läuft das. Und dann ist das, weil es eine konzentrierte Aktion ist, dann läuft das auch gut und schnell und wahrscheinlich auch günstig. Das würde natürlich immer noch Jahre dauern, weil man kann ja nicht auf einmal das komplette Netz, das komplette Land quasi untergraben. Aber es wäre aus meiner Sicht der cleverere Weg. Und wir wissen ja, es wäre mit EU-Recht offensichtlich vereinbar. Sonst könnten Lettland und Schweden und wie sie alle heißen, könnten es nicht so machen. Gut, also jetzt stehen wir hier in einem Dorf. Zu 70% hat Vodafone hier Kabel gelegt. Die restlichen 30%, da hat die Telekom, wenn es gut läuft, sind es 3 Megabit. An einigen Stellen sind es auch eher 1,5 Megabit, die hier anliegen. Und dann kann man Hybrid dazu kaufen bei der Telekom, beziehungsweise gibt es mittlerweile kostenlos für diese Notstandsgebiete wie hier, dass die Telekom sagt, kriegst du da, es ist Hybrid, muss man erklären, es ist ein proprietäres Protokoll, da wird dann das, was über die Leitung kommt, diese 1,5 Megabit, wird ja zusammengeschaltet mit dem, was über LTE kommt und dann hat man da mehr Datenrate. Das Problem ist nur, die Telekom hat zwar dann irgendwann, nachdem sie das Dorf 25 Jahre nur mit der Rückseite angeguckt hat, auch mal das Dorf dann versorgt. Also wir hatten hier seit dem Anfängen von GSM bis 2021 mit der Telekom quasi kein Signal, auch kein 2G. Dann hatte man doch Erbarmen und hat mal an den Ortsrand einen Mast gebaut, einen 25 Meter Betonmast und hat dort auch LTE aufgeschaltet. Die absolute Minimalkonfiguration. Und wenn man sich das anguckt, ist auch klar, warum. Weil, wo soll es herkommen? Man hat ja keine Glasfaser, man hat ja keine Zuleitung hier, sondern ist darauf angewiesen, dass das Signal über Richtfunk hier hinkommt und weiterverteilt wird. Das heißt, das ist LTE auf 800 MHz. Und wenn man da so einen Hybridanschluss hier sich schalten lässt, dann hat man, naja, im Durchschnitt, haben wir mal geguckt, also im Download hat man dann so 7, 8 Megabit. Das ist natürlich lächerlich in der heutigen Zeit. So, und wenn man jetzt nicht irgendwie gewissermaßen Nerd ist, beziehungsweise tieferes Wissen hat und weiß, dass man mit einer Richtantenne einen anderen LTE-Mast, der 3 Kilometer entfernt im Nachbarort steht, der mit einem Glasfaser angebunden ist, der auf 1,8 Gigahertz arbeitet, dass man den anpeilen kann und dass man dann da seine 100 Megabit oder je nachdem, ist natürlich tageszeitabhängig, aber 40 bis 100 Megabit bekommt, dann guckt man ziemlich in die Wäsche. Und dann dachte ich mir so, es gibt ja seit einiger Zeit ein Recht auf Internet, ein Mindestversorgungsrecht. Und man kann bei der Bundesnetzagentur eine Unterversorgungsfeststellung beantragen. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja prima. Wir sind ja hier, zumindest die 30% des Dorfes, die es betrifft, sind unterversorgt. Und dann dachte ich mir so, dann nehme ich mal eine Adresse, von der ich weiß, dieses Kabelfernsehen, dieses Koax-Kabel von Vodafone, das endet 25 Meter vor dieser Adresse im Boden. Das heißt, wenn man jetzt rein logisch rangeht und naheliegende Lösungen im wahrsten Sinne des Wortes suchen würde, würde man hingehen, würde sagen, wir machen die Straße auf oder wir schießen einfach 25 Meter Kabel unter der Straße durch und schließen dich an. Das wäre die einfachste Variante. Und habe gedacht, das müsste doch für eine Bundesnetzagentur, für eine Bundesregierung, die ein so schönes Gesetz verabschiedet hat, da müsste doch eine Lösung machbar sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen es mal anstoßen, wir müssen mal gucken, was passiert. Und habe diese Unterversorgungsfeststellung bei der Bundesnetzagentur beantragt. Und dann ist erstmal nichts passiert. Es hieß irgendwie, ja, wir sind überlastet und warten Sie mal, also 6 Wochen müssen Sie sich da jetzt leider gedulden. Nach 6 Monaten antwortete die Bundesnetzagentur und meinte, ja, Sie haben ja diese Unterversorgungsfeststellung, Sie haben uns da geschrieben, aber Sie haben ja kein Messprotokoll beigelegt. Und es gibt jetzt bei der BNetzA kann man eine Software runterladen mit dem schönen Namen Breitbandmessung, ist alles super, gibt es Windows, Linux, Mac, alles gut. Und dann soll man da in bestimmten Abständen, an verschiedenen Tagen, zu bestimmten Uhrzeiten, soll man da verschiedene Messungen machen. Das haben wir an dem Anschluss alles mal gemacht. Und das Ergebnis war, wie zu erwarten, ich glaube, ein einziges Mal hatten wir mehr als 10 Megabit. Und ansonsten hatten wir immer so, ich denke auch mal im Schnitt so 6, 7 Megabit, was ich vorhin gesagt habe. Und
Damit war im Prinzip die Unterversorgung bewiesen. Ich hatte natürlich, als ich diese Unterversorgungserklärung der Bundesnetzagentur gemacht habe, ich bin ja ein, versuche es zumindest, ein vorausschauender Mensch zu sein und zu sagen, hier, so ist die Situation. Vodafone versorgt mit 4G, gerade so an der Grasnarbe, funktioniert irgendwo auf dem Dachboden. Die Telekom hat jetzt 4G eingeschaltet bei uns im Dorf. Das ist Messprotokoll haben sie da, das ist überlastet. Telefonica O2 ist auch sehr grasnarbig, kommt aus dem Nachbarort, funktioniert irgendwie, aber die Geschwindigkeiten, die erreicht man jetzt auch eher außerhalb vom Haus und nicht innen drin. Funktioniert auch im Haus, aber dann eher weniger als 10 Megabit. So, und damit war letztlich bewiesen, über drahtgebundene Verbindungen, über Erdkabel kommt kein vernünftiges Internet ins Haus, über Mobiltelefonie kommt kein vernünftiges Internet ins Haus. Und dann ging ich davon aus, weil man kann bei der Bundesnetzagentur sich ja auch angucken, wie ist die Netzversorgung der einzelnen Netze, ging ich eben davon aus, dass die gucken und dass die auch die Trassenauskunft haben von der Telekom, von Vodafone, von anderen Anbietern, dass die gucken können, jo, da hat hier sich jemand gemeldet, gibt kein Kabel, gibt kein Funknetz, da müssen wir uns drum kümmern. Aber stattdessen kam eben diese Geschichte mit, ja, machen Sie hier erstmal eine Messung, zeigen Sie uns erstmal, dass das wirklich stimmt, was wir im Prinzip selbst mit unseren eigenen Daten nachweisen können. Gut, Messung gemacht, hat wieder keine Ahnung, wie viele Wochen gedauert. Und dann haben sie mir geschrieben und die Mail, die hat mich dann erstmal umgehauen. Also ich will da jetzt nicht großartig raus zitieren, aber hier mit ihrem Schreiben vom 8.12.2022 haben sie sich an die Bundesnetzagentur gewandt und das kam dann Ende September 2023, also es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis hier was kam. Und sie haben hier gesagt, dass das alles nicht geht. So, und dann schreiben sie mir, sie hätten mal geguckt im Breitbandatlas, was da so ankommt. Und es würde ja eventuell 1 und 1 funktionieren. 1 und 1 hat hier keine eigene Infrastruktur. Als Bundesnetzagentur müsste man eigentlich, wenn man sich ein bisschen die Mühe gibt, herausfinden können, dass diese eigene Infrastruktur von 1 und 1 fehlt. Und ja, ansonsten sind Vodafone und Telekom im Ort vorhanden. Und wie gesagt, ich hatte dazu geschrieben, an der Adresse, um die es geht, versorgt Vodafone nicht. Und die Telekom, die hat hier niemals VDSL ausgebaut. Das ist eine alte ADSL-Leitung, wie gesagt, mit um die 3 Megabit. Und ja, wenn das nicht funktionieren würde, dann könnte es ja über LTE funktionieren. Sie hätten mal geguckt, also mit Telefonica, O2, das könnte ja gerade so hinhauen. War auch so eine Sache, die ich geschrieben hatte. Ist so schwach, dass damit keine vernünftigen Geschwindigkeiten möglich sind. Aber immerhin, sie haben zumindest ungefähr rausgefunden, was ich schon wusste. So, aber an Ihrem Standort sollte auch eine Versorgung mit Satellitenfunk durch den Anbieter Starlink Internet Services möglich sein. Und das hat mich dann doch umgehauen. Das dann irgendwie schreiben sich hiermit deutlich mehr. Es geht mit deutlich mehr als 10 Megabit. Man hat ja dieses Anrecht auf 10 Megabit mit 10 Megabit Downlink und 1,7 Megabit Uplink versorgt zu werden. Das ist auch sehr witzig, wie Sie das herausgefunden haben, dass das eine Geschwindigkeit ist, die als Mindestbandbreite ausreicht. Sie haben nämlich gesagt, Sie haben gängige Websites aufgerufen, haben dann gemessen, wie lange dauert das, die aufzurufen, wie gut kann man die verwenden und haben festgestellt, ja, mit 10 Megabit reicht das. Dass in einem Haushalt unter Umständen mehr als eine einzige Person gleichzeitig auf das Internet zugreifen muss, kann man gerade so, während so eine Pandemie ist, hätte man auf die Idee kommen können, das Gesetz kommt ja aus dieser Zeit, hätte einem aufgehen können, dass diese 1,7 Megabit im Upload unter Umständen nicht ausreichen, weil man vielleicht aus der Heimarbeit auch mal größere Dokumente hochladen muss. Hätte man vielleicht auch drauf kommen können. Aber nein, also sie haben wirklich lange geguckt. Da kann ich der Bundesnetzagentur jetzt direkt keinen Vorwurf machen. Das ist eine politische Entscheidung. Da hat man externe Beratungsunternehmen eingebunden und die haben dann halt ausgependelt, wie das ist. Die Bundesnetzagentur, die kriegt jetzt von mir quasi hier stellvertretend die Prügel. Aber das ist ja ein Exekutivorgan. Und letztlich müssen die Stirn hinhalten für das, was die Politik verbockt hat. Also insofern, wenn das jemand aus dem Tulpenfeld in Bonn sieht, tut mir leid, das ist, ihr seid die, die nach außen treten, die nach außen auftreten gegenüber den Bürgern. Und deswegen seid ihr die, die dann als erstes das Fett wegbekommen. Ich weiß natürlich, es ist verbockt worden von der Politik, die einfach hätte sagen können, hier, wir nehmen das mit dem Ausbau einfach selbst in die Hand.
So, also Sie schreiben hier groß und breit, ich soll mich da doch mal um Starlink kümmern, was ja schon mal eine ziemlich harte Nummer ist, weil das ist ein Anbieter, der zwar dann ein Büro hat in Irland, also für den europäischen Markt, für den Markt in der Europäischen Union, aber wir wissen ja, dass über Starlink bzw. der Besitzer dieses Unternehmens ein sehr erratischer agierender Mensch ist, meiner Meinung nach. Und auch problematische Entscheidung meiner Meinung nach fällt. Und ich finde es schon ein starkes Stück, dass eine Bundesnetzagentur, die für die Regulierung, der alte Name dieser Organisation ist ja Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, dass die für die Regulierung zuständig sind, sagen, ja, nimm doch hier einen Anbieter, auf den wir gar keinen direkten Zugriff haben, den wir gar nicht direkt beeinflussen können. Die sitzen da in den USA mit ihrem Büro in Irland und machen das Ganze über Satellit, da können wir gar nichts machen, aber nimm diesen Anbieter mal. Wenn man jetzt natürlich noch weiß, dass die Antennen, die Anlage, die Sendeanlage, die haben, dass die sehr hohe Leistungsaufnahme hat, dass die im Winter so viel Wärme abstrahlt, dass Menschen, die eine Katze haben, sich dann ab und zu wundern im Winter, dass plötzlich der Internetzugang weggeht. Und dann gucken sie aus dem Fenster und sehen, die Katze, die sitzt einfach auf der Antenne drauf, weil die Antenne ist schön warm. Aber Internet ist dann eher nicht so. So, und dazu kommt noch, Starlink ist teurer als die, das hat man auch ausgependelt, irgendwas ist jetzt irrelevant, irgendwas um 30, 35 € darf ein Internetzugang, ein Grundzugang kosten, hat man festgestellt. Und dafür kriegt man aber keinen Starlink-Tarif. Das ist also schon eine Sache so. Und dann sagen sie hier bei Nachfragen oder Verständnisproblemen, bla bla bla, melden sie sich hier und da. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Habe mich erstmal ein bisschen abreagiert und habe gedacht, dann bin ja CC2, dann melde ich mich mal direkt bei der Pressestelle und mit Bezug darauf. Und dann war es tatsächlich so, innerhalb einer halben Woche hatte ich eine Antwort, hatte ich auch wirklich eine kompetente Antwort. Man ist auf meine Fragen eingegangen, aber die Antwort selbst inhaltlich war natürlich unbefriedigend. Das ist wieder etwas, das hat die Bundesnetzagentur nicht verbockt, sondern da ist die Politik dran schuld. Sie sagen mir letztlich in Amtsdeutsch, dass sie nur höchst ausnahmsweise einen leitungsgebundenen Anschluss erzwingen können, geben mir dann noch die entsprechende Vorschrift, in der das geregelt ist, mit und sagen, es geht halt, das Stichwort ist Technologieneutralität. Sie sind also letztlich verpflichtet, wenn da, wo kein Internet ist, wenn da ein Satellit drüber fliegt, den man von da sehen kann, und das ist an den meisten Orten nun mal so, dass man von da aus Satelliten betrachten kann, also wohnt ja kaum jemand unter Tage, dann sind sie verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass diese Versorgung übers Internet läuft. Und das Gleiche bezieht sich auch, ich habe auch den konkreten Fall angefragt, so gesagt, hier 25 Meter weiter endet das Kabel unter der Erde. Verlängert das doch, sag doch dem Anbieter, du bist der nächste Anbieter. Du hast jetzt in den sauren Apfel zu beißen, du verlängerst dieses Kabel um 25 Meter. Und da sagen sie wieder, das ist letztlich das Gleiche, auch wenn es nur um 25 Meter geht. Die Voraussetzungen der Ausnahmevorschrift des Paragraph 161 Absatz 3 des Telekommunikationsgesetzes fehlen und die Bundesnetzagentur ist auf von Freiwilligkeit getragene Lösungen angewiesen. Das heißt, sie können den Anbieter bitten, das zu tun, aber Sie können nicht verlangen, dass dieser Anbieter das tut. Und interessanterweise, Sie haben den Anbieter auch nicht gebeten. Und dann schreiben Sie, ja, wir sind hier aber trotzdem an pragmatischen Lösungen interessiert und sprechen da immer mit den Anbietern und so weiter und so weiter. Und weil mir das schon klar war, dass sowas in der Art kommt, habe ich gesagt, es wird geben, also Überlastung LTE-Kapazität ist ja auch ein lokaler Fall. Also es ist irgendwie auf der einen Seite tragisch, aber auf der anderen Seite vielleicht auch für so ein Video ganz hilfreich, dass der ganze Mist, der passiert, dieses ganze kolossale Versagen von Politik, Markt und ja, Technologie, dass das sich ausgerechnet bei uns im Dorf konzentriert. Aber wie gesagt, für so ein Video, um das mal aufzuarbeiten, ist das ja gar nicht verkehrt. Und dann habe ich Bundesnetzagentur gefragt, unsere Untersuchungen mit Ihrer Breitbandmessungssoftware haben eine Überlastung der LTE-Kapazität der Deutschen Telekom in unserem Fall aufgezeigt. Hat die BNetzA diese Problematik mit dem Anbieter besprochen? Wird es möglich sein, das Nichterreichen der laut Versorgungsauflage bis Ende 2024 geforderten 50 Megabit pro Sekunde zu melden? Und wird die Bundesnetzagentur in einem solchen Fall eingreifen? Und dann teilen Sie mir erstmal mit, so diese alten Versorgungsauflagen, die jetzt schon bestehen,
von 98% der Bevölkerung müssen versorgt sein, wichtige Bundesstraßen, Schifffahrtsstraßen und so weiter müssen versorgt sein, dass das mit 100 Megabit pro Antennensektor sein muss und so weiter und so weiter. Und dass die Anbieter da im Hintertreffen sind und dass man da mit den Anbietern im Gespräch ist, freundlichen Dialog führt, Kaffeekränzchen und so weiter. Und das, was ab 2024, ab Ende 2024 gilt, darauf könne man im Vorgriff noch nicht antworten. Das heißt, es bleibt spannend, ob ich dann ab Ende des Jahres oder ab nächstem Jahr dann die Telekom, wenn sie dann bis dahin nicht mal in die Puschen gekommen ist und eine Glasfaserleitung gelegt hat, aber danach sieht es im Moment nicht aus, dann zu sagen, hier, das ist unterversorgt und die neue, strengere Versorgungsvorschrift in unserem Dorf, die wird nicht eingehalten. Jo, freundliche Grüße, aber letztlich im Großen und Ganzen, ja, vielleicht könnte auch die Behörde ein bisschen mehr Zähne zeigen, aber im Großen und Ganzen ist hier die Politik, die hier die vollkommen falschen Weichen gestellt hat. Kommen wir nochmal zurück auf ein paar andere Punkte, die ich ansprechen wollte. Also man kann ja fragen, ja, warum denn überhaupt diese Glasfaser? Und hätte man das nicht vorher sehen können? Also ich meine, es wird seit den 80er Jahren über Glasfaser gesprochen. Und dann habe ich mal ins Archiv gegriffen und vielleicht kennen die ein oder anderen ja eine gewisse Computersendung, die mal im Westdeutschen Rundfunk im Fernsehprogramm lief. Und da haben wir Dr. Frank Sporleder von der Deutschen Telekom und er sagt im November 1993 dort Folgendes. Nur wenn Sie sich ansehen, was heute ein normaler Telefonanschluss, wenn er digital ist, braucht, das sind halt nur 64 Kilobit pro Sekunde, beziehungsweise bei der Übertragungsbitrate dann vielleicht 200 Kilobit pro Sekunde. Und dafür dem Teilnehmer eine Glasfaser zu legen, das ist halt bisher immer noch teuer, insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass das Kupfer liegt und dass man das nutzen kann. So, und das ist, glaube ich, immer noch das große Problem. Ja, das Kupfer liegt und man kann es weiterhin wirtschaftlich ausnutzen. Man kann ja darüber bis zu 250 Megabit schalten, was die Telefonleitungen angeht und in vielen Fällen zumindest 50 Megabit, was ja für das Allermeiste ausreicht. Und so schaut es eben aus. Das vorausschauende Handeln fand nicht statt. Von 1993 bis heute hätte man handeln können. Man wusste damals, 1993 und auch schon davor, wie wichtig diese Technologie mal werden würde, aber man hat immer gesagt, jo, reicht doch gerade im Moment, ist doch genug. Und man hat in diesem Interview, was ich hier gezeigt habe, auch darüber gesprochen. Also es war quasi, DSL war schon in den Köpfen der Leute. Also in der Theorie wusste man, man kann über die alte Telefonleitung, damals dachte man, bis zu 2 Megabit übertragen. Wir wissen ja heute, es geht wesentlich mehr. Und 2 Megabit klang 1993 noch so wie, ja, damit kommen wir ja noch 20 Jahre aus oder so. Und das ist halt das Problem. Ich kann diesen Menschen auch da keinen Vorwurf machen, der war in der Forschung tätig, sondern letztlich ist es ja das Management und wieder die Politik. Und ich hatte es schon mal gesagt, die Telekom, die gehört zu knapp einem Drittel dem deutschen Staat. Das heißt, die Politik hätte durchaus einen Einfluss auf dieses Unternehmen. Dieses eine Drittel, das bezieht sich auf Aktien, die direkt dem Bund gehören und Aktien, die der Kreditanstalt für Wiederaufbau gehören. Wer da jetzt nachguckt und sich wundert, dass da nur 15% oder sowas steht. Also, deswegen, der Besitzer hätte durchaus die Möglichkeit, da Druck auszuüben auf dieses Unternehmen. Wenn man jetzt aber trotzdem sagt, okay, warum denn unbedingt Glasfaser und nicht irgendwas anderes, Hochfrequenzkabel, also Koaxialkabel, wie es für das Kabelfernsehen genutzt wird, das reicht ja auch aus. Da habe ich hier den Punkt Energie aufgeschrieben. Da gibt es von einer Hochschule Mittelhessen gibt es ein schönes Dokument, eine schöne Untersuchung, die mal gegenübergestellt hat, wie viel kostet es eigentlich der Betrieb, die beziehungsweise Kosten energiemäßig pro Anwender, pro geschaltetem Zugang, diesen Internetzugang zu verwenden, zu nutzen. Und das ist natürlich auch abhängig von der Anzahl der Teilnehmer, die dann da angeschlossen sind. Ganz klar, das skaliert dann irgendwo, je mehr Leute da zugreifen, bis man dann wieder irgendwie das Ganze neu segmentieren muss. Und wenn wir uns das hier mal angucken, da sehen wir also GPON, das ist eine Glasfasertechnologie, die ist sehr günstig. Gigabit over Ethernet, Point-to-Point, kommt danach. So, und dann haben wir hier VDSL und DOCSIS mit 100 Megabit ist dann hier an der Stelle. Wenn ich die Farben richtig ich glaube, das ist tatsächlich Fiber to the Building und dann G-Fast, also da wird es umgesetzt nochmal auf Kupfer. DOCSIS mit einem Gigabit haben wir eben hier ganz oben. Also dieses Kabelfernsehen ist tatsächlich, DOCSIS ist das Protokoll, was im Kabelfernsehen genutzt wird. Das ist tatsächlich von der Energieeffizienz am schlechtesten.
Noch schlechter schneidet dann ab, zu sagen, wir machen das alles über Funk, wir machen das alles über LTE oder 5G oder hast du nicht gesehen. Kann man sich vielleicht bildlich vorstellen, so ein Kabel ist ja eine Verbindung von Sender zu Empfänger und über Funk strahlt man erstmal überall hin, man hat große Streuverluste und die kosten Energie. Ist jetzt sicherlich eine sehr vereinfachte Darstellung, aber das erklärt es nochmal, dass das nochmal deutlich problematischer ist und dass man da sagt, es ist sinnvoll, auch wenn wir 5G oder was auch immer haben oder 6G irgendwann und dann mit Zugang in jeder Straßenlaterne, es ist trotzdem sinnvoll, Glasfaser zu legen. Zumal die Straßenlaternen, wo dann diese 5G-Hotspots sind, die müssen ja dann auch angebunden werden. Dann kann man ja auch direkt in die Häuser gehen, die daneben stehen. Also, das zu dem Punkt. Guck mal nach die anderen Eselsbrücken, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Förderung haben wir drüber gesprochen. Ja, es gab da noch eine interessante Studie, die mal geguckt hat. Es gibt ja immer wieder diese Behauptung, beziehungsweise wird gesagt, wenn irgendein Anbieter vom freien Markt anfängt zu sagen, wir bauen jetzt hier Glasfaser aus bei euch im Dorf, bei euch in der Stadt und wir machen jetzt hier mal eine Markterkundung, beziehungsweise wir starten die Vermarktung und sagen hier, wer möchte denn hier gleich von Anfang an dabei sein? Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man direkt sehr viele Kunden hat, damit sich das auch die Bautätigkeit, damit man das Geld wieder reinbekommt. Und dass dann die Telekom geht oder ein Tochterunternehmen der Telekom, die Glasfaser Plus, ist auch sehr oft gesehen, dass die sagt, oh prima, da passiert was, wir wollen jetzt ganz plötzlich auch ausbauen. Und da hat die Bundesnetzagentur, gibt es den sogenannten Zwischenbericht der Monitoringstelle und dort hat man tatsächlich herausgefunden, es sind noch keine stichhaltigen, quasi juristisch haltbaren Beweise. In diesem Zwischenbericht kann man tatsächlich eine gewisse Korrelation feststellen und es ist der Fall, dass wenn so ein Anbieter beginnt, dass die Telekom plötzlich wach wird und sagt, oh, da wollten wir auch schon immer mal ausbauen, wussten wir bisher nicht. Durchaus interessant, dass man jetzt tatsächlich mal hingeht und diesen Effekt, der immer so, ja, so spürbar war, der so gefühlt war, wo es dann auch immer mal wieder Fernsehberichte gab, dass das offenbar einen realen Kern hat. Man untersucht weiter. Lassen wir das Ganze mal abwarten. Andersrum übrigens ist es dann deutlich seltener so. Also das kommt ja noch dazu. Würde ein Akteur einfach diese Leitung legen, wäre alles gut. Aber wir haben zwar in jedem Haus nur eine Stromleitung, aber man ist irgendwie der Meinung, Glasfaserleitungen muss man überbauen. Man könnte ja über die andere Leitung, könnte das Internet ja grüner oder gelber sein oder was auch immer. Was durch diesen marktgetriebenen Ausbau auch sehr unangenehm ist für die Menschen, die es betrifft, ist, man erhält keine Information. Wenn es ein staatlicher Akteur wäre, der könnte einen Plan machen, der könnte sagen, heute baue ich Buxtehude aus und morgen baue ich Hasenboserod aus. Und dann wüsste man, was Sache ist. Beziehungsweise man weiß, es ist nicht morgen, es ist übermorgen, aber man kennt so ein bisschen die Reihenfolge, man weiß, es passiert überhaupt irgendwas. Dadurch, dass das hier marktgetrieben ist und Strategie ist und diese Strategie auch gerne mal lange geheim gehalten wird, wann wer wo auftaucht, ist das eine sehr unbefriedigende Situation, weil man nicht weiß, passiert denn bei mir überhaupt irgendwas? Wird da ausgebaut oder muss ich noch länger warten oder wie auch immer? Interessant ist auch, aber das ist wieder eine Zahl vom Preco, von dem Verein, wo die Glasfaseranbieter, die nicht die Telekom oder die Großen sind, sich zusammengeschlossen haben. Also quasi eine eigene Stellungnahme, die sagen, ja, mehr als 2/3 des kompletten Glasfaserausbaus machen übrigens wir, die Kleinen. Also, was weiß ich, diese grüne Glasfaser oder die lokalen Anbieter, Stadtwerke und Giganetz und Deutsche Glasfaser und wie die alle heißen. Ist durchaus interessant, dass also der große Anbieter gar nicht so stark mehr repräsentiert ist. Wobei natürlich, was weiß ich, mehr als 2/3 bedeutet, wenn Telekom immer noch 30% macht, ist das natürlich immer noch eine ziemliche Hausnummer. Offizielle Daten vielleicht mal, um das zu visualisieren, wie der Staat das sieht, beziehungsweise die staatlichen Behörden. Also 2021, als man dieses Gesetz für die Unterversorgung, dass man das Recht auf Internet hat, als man das so formuliert hat, hat man festgestellt, es gibt 2,1 Millionen Haushalte in Deutschland, die noch nicht die Möglichkeit haben, 30 Megabit oder mehr zu erhalten, über drahtgebundene Anschlüsse. Und dann hat man geguckt und hat damals gesagt, gut, es gibt 32.000 Haushalte, die auch nicht die Möglichkeit haben, über LTE auf mindestens 10 Megabit zu kommen. Also tendenziell 32.000 Haushalte, die unterversorgt sind. Und durch entsprechende Versorgungsauflagen und Ankündigungen für Ausbau, privaten Ausbau der Anbieter, war damals abzusehen, dass dann davon, was weiß ich, bis 2023 oder heute, noch 15.000 Haushalte übrig bleiben. In der Realität
wenn wir mal auf die Website der Bundesnetzagentur gucken, dann ist das ehrlich gesagt erschreckend wenig, was da passiert. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, die hier gemeldet sind, also Veröffentlichung und Versorgungsfeststellung. Und das ist auch durchaus interessant, sich das mal durchzulesen, wie das so abläuft. Und hier unten heißt es dann Aufhebung unter Versorgungsfeststellung, weil man dann festgestellt hat, zumindest amtlicherseits, dass der doch irgendwie in irgendeiner Weise ein Anschluss da vorhanden ist. Und wenn ich hier unten gucke, unter Versorgungsfeststellung, so sehen die Dokumente dann aus. Es ist natürlich für mich, der nicht aus dem juristischen Bereich kommt, sondern aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich, sehr skurril zu lesen, wie dann hier auf juristischer Basis Signalempfangspegel von einem 4G- oder 5G-Signal bewertet werden und ob das nun ausreicht oder nicht. Also wer da Interesse hat, kann sich das durchaus mal angucken. Und ich will auch mal die andere Seite zeigen. Also wie gesagt, ich habe eben so ein bisschen die Agentur selbst in Schutz genommen. Und das liegt auch ein bisschen daran, wir betrachten das oder ich betrachte das jetzt von der Seite der normalen Menschen, der Endanwender, die einfach nur einen vernünftigen Internetanschluss haben wollen. Aber es gibt natürlich auch die Lobby der Provider, der Internetanbieter, die sagen, ach nö, ist doch alles gut und hier belästigt uns nicht damit, lasst uns unsere Sache machen. Und als diese Unterversorgungsfeststellung, als da definiert wurde, dass ein Internetanschluss, dass man ein Recht auf 10 Megabit hat, was ja, wie gesagt, erstaunlich wenig ist, gab es dann von der anderen Seite auch durchaus solche Meldungen und man sieht da oben jetzt ein Logo bzw. liest einen Namen von einem Telekommunikationsunternehmen. Aber es geht nicht darum, dieses Unternehmen in die Pfanne zu hauen, weil das steht jetzt im stellvertretend für viele, die da eben entsprechend Lobbyarbeit machen. Wir sehen hier also 21. Januar 2022, um das einordnen zu können. Und dann findet man hier so Sätze wie eine Download-Datenrate von 10 Megabit pro Sekunde erscheint in diesem Lichte als verhältnismäßig hoch. Und dann wird hier Dienstekriterium 7,7 Megabit. Also sie empfehlen, 7,7 Megabit würde doch ausreichen. Und ja, man muss doch mal hier Kleinanzeigen aufrufen, kann sich das da mal angucken. Also das meinte ich eben. Man hat einfach, um festzustellen, was reicht denn heutzutage als Internet aus? Was weiß ich, da haben die Leute dann in den Beratungsunternehmen unter Umständen sich einen neuen Schrankwand gekauft oder sowas, um das festzustellen. Naja. Es ist mir wichtig zu zeigen, dass woran es eigentlich hakt, einfach mal die verschiedenen Komponenten, die verschiedenen Sichtweisen, Problematiken mal herauszuarbeiten, warum es so schwierig ist. Und in der EU, man kann ja weitergehen, kann ich auch verlinken hier, Durchschnittsgeschwindigkeit mit Internet in Europa. Da kann man dann auch mal gucken, je dunkler die Farbe, desto schneller. Und da sieht man jetzt auch durchaus, Deutschland ist irgendwo im Mittelfeld. Es ist jetzt nicht so, als wären wir die allerletzte Wüste, als wären wir die einzigen Deppen. Aber man kann auch einfach mal Dinge gut machen. Man muss nicht einfach nur immer Durchschnitt machen. Man kann auch einfach mal mit Kopf und Verstand an so etwas herangehen. Und sowas ist ja auch ein Standortvorteil. Wenn es vernünftiges Internet gibt, wenn es vernünftige Infrastruktur gibt, dann bleiben die Leute. So, bevor ich jetzt den Fernsprechtischapparat nehme und mal bei der Deutschen Bundespost anrufe und mich nach einer optischen Anschlussleitung erkundige, will ich mich von Ihnen verabschieden. Hoffe, dieses Video war, obwohl es einfach sehr viele Fakten aneinandergereiht waren, einfach mal nur, es musste aber sein, finde ich, interessant für Sie. Und wie gesagt, wenn es für Sie interessant war, dann freuen wir uns, wenn Sie etwas finanzielle Unterstützung für uns übrig haben bei PayPal oder auf unserer Website cc2.tv finden Sie auch unsere IBAN. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und ich rufe jetzt mal bei der Post an.